großer Schwerpunkt der letzten Jahre insgesamt in der Onkologie ist die Zulassung neuer Arzneimittel gewesen. Durchschnittlich haben wir in den letzten Jahren pro Jahr ein neues Arzneimittel für das fortgeschrittene Mammakarzinom bekommen. Das ist ein großer Fortschritt. Typischerweise werden neue Arzneimittel bei Patienten am Ende der Behandlungskette eingesetzt, wenn nichts mehr wirkt. Und was wir jetzt erfreulicherweise sehen, ist auf den Kongressen, dass diese wirksamen Medikamente ganz früh in die Versorgung hineinkommen, also mehr Leben retten können, zum Beispiel sogenannte CDK4/6-Inhibitoren. Die zweite Tendenz hat sich fortgesetzt. Wir bekommen eine neue Welle an Medikamenten aus der Gruppe der Antikörperkonjugate. Das sind Giftstoffe, die gekoppelt an Antikörper direkt an die Krebszelle herangeliefert werden, hochwirksam sind und weniger giftig als andere Medikamente. Und da haben wir auch ein paar neue Arzneimittel gesehen. Es geht ja um das Thema des Zuganges zu innovativen Arzneimitteln. Da unterscheiden wir zwei Szenarien. Das erste Szenario ist, dass die Arzneimittel noch nirgendwo auf der Welt zugelassen sind. Dann müssen wir Programme mit den Firmen verhandeln, sogenannte Expanded Access Programme, damit Patientinnen früh eingeschlossen werden können. Die größte Herausforderung in den letzten Jahren ist, dass die Präparate zugelassen sind, aber nicht genau in der Situation der betroffenen Patientin oder des Patienten, sogenannte Off-Label-Use. Das ist ein ausgesprochen mühsamer Prozess und wir sind ganz aktuell dabei, eigene Prozeduren aufzustellen, Register, sodass jemand, der den Antrag stellt, innerhalb von Minuten so einen fertigen Antrag für seine Patientin ausstellen kann, das direkt an die Krankenkassen weitergeben kann. Und wir im Vorfeld mit den Kassen diskutieren, was braucht ihr an Informationen, um diesen Prozess von Monaten nach Möglichkeit mindestens auf Wochen, vielleicht auch auf Tage zu verkürzen. Die Analysen der letzten Jahre, konkret 2017 bis 2020, hat ergeben, dass es kein Land in Europa gibt, wo neue Arzneimittel so schnell nach der Zulassung auf den Markt kommen und auch in dieser Vollständigkeit wie in Deutschland. Das heißt, wir sind auf einem sehr hohen Niveau angekommen und unsere große Angst ist, dieses Niveau zu verlieren. Das heißt, wir haben Sorge, dass wir den Prozess von Deutschland wirklich auch gut auf die EU-Ebene transferieren. Wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Europa redet, dann sind andere Erwartungen da. Es gibt viele Länder, die haben diesen Zugang überhaupt nicht. Die versprechen sich von der neuen HTA-Regelung, dass sie überhaupt für ihre Patientinnen und Patienten die Präparate bekommen. Dazu ist, weil zum Teil nur jedes zweite, jedes dritte und nur jedes zehnte Präparat da ist. Da wird viel Arbeit zu leisten sein. Und mein Eindruck im Moment ist, die Lernkurve, die wir mit dem Amnok hatten in den letzten 10 Jahren, wiederholen wir jetzt auf der EU-Ebene. Ich hoffe, dass es schneller geht. Die DGAO wird europäischer. Wir sind immer schon in europäischen Leitlinienprojekten drin gewesen dazu ist. Jetzt sind wir dabei, Netzwerke zu etablieren, auch fast Entwicklungshilfe zu leisten für Länder, die diese HTA-Prozesse und diese Bewertungsprozesse noch nicht haben und versuchen dann mit diesen Netzwerken in Europa den Einfluss zu bekommen, den wir in Deutschland bei der Amnok-Bewertung haben.